Hallo, Jungfrau, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Jungfrau. Boah, gefordert, Jungfrau, was für eine Energie. Du hast die Karte die Sonne hinter dem Deck und das ist die beste Karte im Tarot für kommende Woche. Das ist einen wichtigen großen Arkana und das ist eine spektakuläre Energie für kommende Woche. Mein Gott, also Jungfrau. Das ist natürlich alles, was positiv ist für dich, alles, was du dir erwünscht hast. Also wenn du auf irgendeine Situation gewartet hast, es kommt, es ergibt sich alles so, wie du es möchtest. Also das ist eine Karte, die für Glück, das ist Freude, das ist Dankbarkeit für das, was ich bekomme, was auf mich zukommt. Das ist einfach Freude in der Familie, Glück, das ist Reichtum, das ist eine Schwangerschaft. Babys, das ist einfach, ja, das kann auch über die Versöhnung in der Familie reden. Ich habe Frieden in der Familie, es gibt eine Versöhnung oder mit meinen Kindern, ja, es ist wieder alles gut mit den Kindern, mit der Familie. Das ist Freude und Glück, das ist eine wunderschöne Karte, Jungfrau. Momentan ist sicher eine spektakuläre Energie für dich, überhaupt mit den Karten, die auf dem Tisch sind auch, ja. Also, ich spüre hier, ich muss lächeln und alles, ja? Also, es ist irgendwie spektakulär, weil schau mal bitte jetzt hier. Du hast hier nämlich zwei der Münzen, der Gehängte und 10 der Münzen. Das Gefühl, was ich bekomme, diese Blockade, die wir hier haben, die Blockade verschwindet. Die Blockade in der Familie, die Blockade in den Finanzen. Du hast eine Blockade in deinen Finanzen gehabt, im Beruf. Egal, worüber wir reden. Weil wir wissen ja, nicht alle Sternzeichen Jungfrau haben das gleiche Leben. Also wir können ja nicht immer das gleiche reden. Das wissen wir ja. Aber jeder für sich weiß schon, in welcher Situation sich befindet. Ich sage dir nur, dass du für kommende Woche 10 der Münzen in dieser Position hast und die Karte die Sonne. Und ich sehe hier viel Geld. Ich sehe Geld. Und in manchen Fällen erwartest du das hier nicht. Weil der Gehängte ist ja da. Ich spüre hier eine Blockade in der Energie. Es gab eine Blockade in der Energie. Aus irgendeinem Grund. Die Blockade ist ja da. In deinen Finanzen, also mit deinem Geld und Finanzen, Beruf und alles, ja. Es verschwindet, diese Blockade verschwindet. Es kommt hier Geld rein.
Ich sehe viel Geld. Ich spüre hier Glück, Freude, Dankbarkeit. Ich meine jetzt. Du hast die Nummer 10 hier. Die Nummer 10, die Nummer 10. Die Nummer 10 ist wichtig für dich. Der Monat Oktober ist wichtig für dich, Jungfrau. Den Monat Oktober. Übrigens, alles Gute zum Geburtstag. Ja, nicht, dass ich das verpasse. Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir. Viel Glück, viel Liebe, Gesundheit für dich, Jungfrau. Ja, feiert schön. Bevor ich das verpasse, wollte ich dir das gesagt haben. Also du hast hier, wie gesagt, Sternzeichen Stier und die Nummer 10. Ich spüre hier Geld, ja, das Materielle. Sternzeichen Stier ist auch da. Also das Materielle ist da. Wow, wow. Sternzeichen Fische zeigt sich bei dir, Jungfrau. In der Mitte hast du der Gehängte. Der Gehängte spricht für Sternzeichen Fische. Und irgendwie gibt es hier eine starke Energie bei dir. Die Blockade verschwindet. So ist es. So ist es. Sternzeichen Jungfrau auch da. Schau mal, du hast 8 Schwerter und die Sonne. Etwas, was du nicht sehen konntest, kommt ans Licht. Wir reden über Licht und Klarheit in deiner Situation. Sachen, die du nicht sehen konntest, kommt ans Licht. Eine Person, die du nicht vertrauen konntest. Also es gibt hier eine Person, die du eigentlich irgendwie ein komisches Gefühl hattest mit einer Person, du nicht vertrauen konntest und so. Das alles kommt ans Licht. Alles kommt ans Licht. Licht und Klarheit kommende Woche. Starke Energie. Jungfrau, starke Energie. Oder? Ich bin gerade nur am Nachdenken. Tatsächlich, du hast hier von Osho Zen, hast du die Karte der Politik. Die Karte der Politik. Die Karte der Politik könnte sogar mit der, mit diesen 8 Schwertern verbunden sein. Warum? Weil etwas hier, was nicht echt war oder etwas, was, ja, hier etwas Dubioses, eine dubiose Energie gibt es hier mit dieser Maske, mit dieser Politik und so. Das alles kommt ans Licht. Alles. Du wirst Klarheit und Licht haben. Die Schatten kommen ans Licht. Etwas wird hier geschehen. Etwas wird hier geschehen. Die Karte der Turm und Rat des Schicksals. Die Karte der Turm und Rat des Schicksals spricht über Veränderungen. Und dann von diesem Orakel kommt für dich auch diese Karte. Ja, diese Karte spricht auch, dass etwas kommt und verändert. Etwas, ja, etwas wird kommen hier und verändert. Und das ist das, was ich hier spüre bei dir. Die Blockade, beide Karten hier reden über Blockaden, Jungfrau. Beide Karten reden über eine Blockade. Ja? Wow, wow. Warte mal kurz, bitte. Interessante Energie, Jungfrau. Sternzeichen Löwe, wie gesagt, deine Energie ist auch da. Sternzeichen Jungfrau, Stier, Fische, Widder. Geh fort. Zweite Münzen, zweite Münzen. Die Karte wiederholt sich. Die Karte der Teufel in der Mitte. Die Karte die Welt. Vierte Stäbe. Es gibt hier eine Blockade, wie wir gesehen haben. Ja, bei dir zeigt sich der Gehängte und 8 Schwerter. Diese Blockade sieht man da. Aber die Blockade verschwindet. Ich spüre hier, diese Karte spricht, wie gesagt, über eine Versöhnung auch. Eine Versöhnung irgendwie. Oder sonst so eine neue Person. Das könnte auch darüber reden. Ich spüre bei dir sowieso eine Dualität hier. Ja, schau bitte mal hier. Die Karte des Stern, Sternzeichen Wassermann. Ich spüre hier einen Schluss. Ich sehe hier eine neue Person bei dir, Jungfrau. Die Karte 2 der Kirschen und 4 der Stäbe. Und du hast hier gerade auf dem Tisch die Nummer 2, 2, 2.
Ja, die Nummer 222. Schau bitte, in der Mitte hast du die Karte der Teufel. Die Karte der Teufel, ja, wir haben bei dir gerade über Schatten auch gesprochen. Also die Schatten kommen ans Licht. Denn die Karte der Sonne beeinflusst die ganze Legung bei dir. Die Karte der Sonne ist die beste Karte im Tarot. Und dann überhaupt 10 der Münzen. Ich weiß nicht, was das so genau auch für deine Situation ist, Jungfrau, aber glaube mir, wenn ich dir sage, dass die Energie extrem positiv für dich ist. Hat das hier auch mit einem Erbe zu tun? Bekommst du Geld durch einen Eigentum? Man verkauft hier ein Haus. Ich verkaufe mein Haus, ich bekomme Geld. Ja, oder sonst nochmals, einen Erbe. Dadurch bekomme ich Geld. Weil ich sehe viel Geld bei dir. Die Karte der Teufel in der Mitte, du siehst, Sternzeichen Steinbock ist da. Plus 10 der Münzen und die Karte die Welt. Die Karte die Welt, der Teufel und 10 der Münzen. Die Karte die Welt ist eine internationale Karte. Sehr international, Internet sieht man. Ja, wir haben hier Internet und eine sehr leidenschaftliche Energie mit der Karte der Teufel. Ne? Die Karte 10 der Münzen. Die Karte der Teufel und 10 der Münzen hatte ich vor kurzem für ein Sternzeichen gehabt. War das jetzt Sternzeichen Waage? Ich bin mir nicht sicher, aber diese beiden Karten zusammen kommt für einen Sternzeichen. Das ist, ich sehe hier viel Geld, nochmals, weil der Teufel ist materialisiert, ist das Materielles, ja. Also wir reden hier sehr stark über Matrix. Das Matrix ist hier. Der Teufel und 10 der Münzen, das ist das, was ich anfassen kann. Das ist ein Gebäude, Haus, Eigentum, Geld. Natürlich kann ich hier auch eine Person sehen, ja, man könnte hier auch eine Person sehen. Ich spüre hier Distanz oder die Welt ist da, Internet nochmals. Die Blockade mit der Gehängten sprichst du gar keine Kommunikation, ja? Also ich sehe diesen Stillstand hier mit den Gehängten. Aber nochmals, die Sonne und 10 der Münzen verändert die Situation für kommende Woche, ja? Natürlich, der Teufel in der Mitte ist auch interessant, ja? Also 2 der Münzen, der Teufel und 6 der Stäbe. Diese leidenschaftliche Energie mit dem Teufel ist da. Die Sonne spricht auch über Leidenschaft, ja? So ist es auch nicht. Aber eine Dualität sieht man bei dir sowieso. Du hast hier 2 der Münzen, 2 der Münzen, 2 der Kelchen. Ich spüre hier eine Dualität, ja. Aber ja, eine leidenschaftliche Energie. Also Ass der Stäbe, der Teufel und eine Person blockiert, so ungefähr. Ja. Also diese starke leidenschaftliche Energie spürt man hier mit einer Person. Eine Person ist in dieser Energie, aber keine Kommunikation hier. Ja, ich sehe hier so eine Situation mit einer Person auch. Du hast hier 9, 6 und 10. 9 der Münzen, 10 der Münzen. Jungfrau, so ungefähr, wenn du ledig warst, wirst du nicht zu lang ledig bleiben. Das ungefähr will uns auch diese Kombination sagen, ja? Also wenn du jetzt ledig warst, wirst du nicht zu sehr lang, mehr lang ledig bleiben. Weil hier rede ich sogar über einen Kompromiss, ernsten Kompromiss, ja? 10 der Münzen. Es kommt jetzt ziemlich drauf an. Jungfrau, wir schauen weiter. Starke Energie hast du schon. Zehn der Münzen sprichst, wie gesagt, auch über Veränderungen. Etwas wird hier geschehen. Plus 10, die Nummer 10, 10 zeigt sich hier auf das. Das Wort Jazz
Jazzmusik, Jazzkonzert oder diese Buchstaben sagen dir etwas? JAZZ. Diese Katze ist rausgerutscht jetzt. Bereit für eine neue Welt. Bei Sternzeichen Stier hatte ich die Karte jetzt gerade auch. Bereit für eine neue Welt. Jungfrau, bereit für eine neue Welt? Ich glaube, diese Karte kommt oft bei dir. Mit Sendemünze, ne? Und die Karte die Sonne. Bereit für eine neue Welt. Oh mein Gott. Oh Babys, du hast mit Stier zu tun. Irgendwie hast du mit Sternzeichen Stier zu tun. Also bereit für eine neue Welt, dass ein Baby ist auch neu. Ne? Also ich sehe hier, ich habe dir vorher gesagt, ich könnte hier sogar eine Schwangerschaft sehen. Oder sonst ist das hier eine neue Person. Das ist eine neue Person für dich, Jungfrau. Eine neue Person. Oh, qué fuerte, du. Und jetzt kommt Bruce Willis. Bruce Willis kommt auch vorbei und sagt ja hallo. Bruce Willis, bei wem war Bruce Willis kommende Woche? Bei einem Sternzeichen ist Bruce Willis da. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Bruce Willis. Bruce Willis ist Sternzeichen Fische. Und Bruce Willis, also ich meine jetzt, du hast auch hier Sternzeichen Fische, sehr stark, weil das ist der Gehängte. Der Gehängte. Und Bruce Willis, Sternzeichen Fische, zeigt sich bei dir. Ich sehe hier eine neue Person, das ist das Baby, das ist eine neue Person. Aber eine Blockade, also es gibt hier keinen Stillstand irgendwie. Es gibt hier einen Stillstand, aber ich meine jetzt, das ist eine starke Energie. Mit dem Teufel kommt diese Karte, zusammen mit dem Teufel. Und hier steht die Karriere. Für meine Karriere brauche ich Know-how in Wirtschaft und Touristik. Ich denke, das Berufsleben ist hier mit dem Teufel. Ja, klar, das ist das Materielle. Deswegen habe ich dir gesagt, also bei dir, ich meine, okay, wir sind ja bei Sternzeichen Jungfrau. Wir reden über das Materielle, Berufsleben, Geld und das ist ja so. Also wir reden ja hier über Berufsleben, dein Berufsleben, deine Finanzen und so weiter. Natürlich auch über Beziehung. Also wir können hier so gut wie auch für eine neue Person reden, ja. Das ist die Karte, das ist das Materielle, ja. Also bei dir, hier gibt es was Neues, ja. Also Jungfrau, ich weiß nicht, wie du das hier siehst. Ja, ja, Internet. Diese gleiche Karte kommt für kommende Woche auch für andere Sternzeichen. Diese gleiche Karte, zwei Sternzeichen haben die gleiche Karte. Eine Person über Internet, arbeitet über Internet, arbeitet über Internet. Ja, ich meine jetzt, die Arbeit ist bei dir. Sagen wir mal jetzt, diese neue Person, die ich hier sehe, weil ich sehe hier schon eine neue Person. Diese neue Person, die ich hier sehe für dich, Jungfrau, kennst du durch die Arbeit. Über Internet, weil Internet ist da. Die Arbeit ist da. Ja? Ja, klar. Und dann kommt die Karte des Hindernis, das ist eine Wand. Diese Karte spricht über Hindernisse. Klar, weil das ist die Karte die Welt. Die Karte die Welt spricht über eine geografische Distanz. Ja, die Karte die Welt, eine geografische Distanz und das ist ein Hindernis. Ich wasche mir die Hände wie Pontius Pilatus. Zusammen mit Aste. Gerade sehe ich die Nummer 1, 2, 3, 4 in meiner Uhr, Jungfrau. Mit Astestäbe kommt, ich wasche mir die Hände. Ja, das ist zum Empfehlen. Jungfrau, Entschuldigung. Das ist gut, dass man meine Gedanken nicht lesen kann. Also mit Astestäbe kommt, ich wasche mir die Hände. Ja, mach das, Jungfrau. Ich meine jetzt, kann das jetzt heißen, wenn ich was Neues anfange, ich fange was Neues an? Also ich meine jetzt, Jungfrau, diese Astestäbe und ich wasche mir die Hände, ist natürlich ziemlich interessant. Ja? Aber gut, jetzt jeder für sich kann ja denken, was er will. Ich sehe hier diese Hände waschen. Es ist sehr zum Empfehlen, die Hände zu waschen, immer, immer wieder und so oft, wie man kann. Und schau mal, dann zeigt sich eine Person hier. Diese Person hat eine andere Nationalität als du.
Ja, so das könnte man hier denken, dass diese Person eine andere Nationalität hat. Oder du siehst so aus. Du siehst so aus. Altersunterschied vielleicht. Ja, wie gesagt, Altersunterschied. Ja, ich spüre diese Situation. Eine Person sagt, Jungfrau, du bist scharf. Das sagt eine Person. Du bist scharf und ja, eine Person irgendwie möchte natürlich mit dir Pizza essen gehen. Aber irgendwie zeigt sich hier eine dritte Person, ja? Vorsichtig mit der Energie. Ich sehe hier, also Jungfrau, ich sehe schon hier eine Person, die ledig ist. Und das ist diese neunte Münzen begleitet mit dieser Person. Diese Person, die ich hier habe, auf diesem Foto, ist ledig. Diese Person geht es gut. Diese Person geht es blendend. Allein, aber geht es sehr gut. Und dann sehe ich eine Person hier. Ja, eine Person, die ziemlich heiß sich zeigt, ja, das ist diese Person hier, die in einer Beziehung ist, eigentlich entweder verheiratet ist, in einer Beziehung ist oder eine dritte Person da ist, trotzdem zeigt natürlich heiße Gefühle für dich, ja. Diese Person beobachtet dich über Internet, findet dich scharf und so weiter. Ja, so eine Energie spüre ich hier. Die Arbeit ist verbunden hier. Die Arbeit ist mit einer Leidenschaft verbunden. Die Leidenschaft ist da und das ist die Arbeit und eine neue Person. Das spürt man hier schon. Eine Verletzung am Bein. Jemand ist hier verletzt. Wir reden über eine Verletzung. Eine Person hatte sich verletzt und musste heilen hier. Eine Person arbeitet auch sehr viel. Der Teufel und die Karte, die Karriere. Also ich spüre eine Person, die sehr viel arbeitet, selbstständig ist, eine eigene Firma hat, einen Chef, eine Chefin ist. So eine Energie zeigt sich hier. So eine Energie zeigt sich hier. Eine Person, die sehr viel Erfolg hat. Und das ist diese Person hier. Ich habe sehr viel Erfolg auf der Arbeit. Ich bin erfolgreich. Ja, die Energie zeigt sich. Ja, die Energie zeigt sich schon. Die Arbeit ist sehr stark hier und einen Chef, eine Chefin, eine Person, die selbstständig ist, sehr viel Erfolg zeigt und so weiter. Die Energie zeigt sich, ist deutlich. Und dann gibt es diese natürlich, diesen Hindernis mit der neuen Person, weil eine geografische Distanz da ist. Spüre ich hier eine Dualität deutlich? Ja, eine Dualität ist da und das wird hier bestätigt. Das ist eine Dualität. Warum? Es kann eine Hochzeit hier sein und eine dritte Person. Und das ist nicht gut. Augenblick bitte, Jungfrau. Karte der Mond. Nochmals, denn Zeichen Fische ist bei dir sehr stark, Jungfrau. Die Karte der Mond, Rat des Schicksals. Diese Situation hier hat mit dem Schicksal natürlich zu tun. Ja, das hat hier mit dem Schicksal zu tun. Wir reden hier auch über eine neue Person. Aber es zeigt sich schon hier eine komplizierte Situation. Ich denke, wir reden hier über eine dritte Person. Es wird hier auf jeden Fall, Jungfrau, Klarheit und Licht kommen in dieser Situation hier. Weil ich sehe hier die Karte, die Liebenden. Die Karte, die Liebenden zeigt sich. Sternzeichen Zwilling. Aber hier ist auch die Karte, die Liebenden. Und hier zeigt sich eine Dualität. Also ich spüre hier zwei Situationen. Und das ist einfach so. Ja? Deswegen die Karte der Mond, nämlich auch hier mit 10 Münzen. Aber nochmals, für mich die Karte die Sonne beeinflusst die ganze Legung. Und das heißt, hier wird Licht und Klarheit in eine Situation kommen. Und das ist natürlich gut.
Nochmals die Sonne. Nochmals die Sonne, Jungfrau, die Sonne zweimal bei dir. Sternzeichen Löwe sehr stark hier. Man fängt was Neues an. Ja. Man fängt hier wirklich was Neues an. Ja? Das ist das Gefühl hier, weil du hast die Karte, die Liebenden und die Sonne. Und das ist für mich was Neues. Ich fange was Neues an. Das ist eine Leidenschaft hier. Wir reden über eine neue Leidenschaft für dich, Jungfrau. Eine neue Leidenschaft. Ist das ein Baby? Reden wir hier über eine Schwangerschaft? Das Baby zeigt sich, du hast es ja gesehen. Ist das ein Baby jetzt? Bei Sternzeichen Stier, schaue dir die Legung von Sternzeichen Stier an. Das empfehle ich dir, ja? Also Sternzeichen Stier, du hast sowieso Sternzeichen Stier auch auf diesen Würfel. Schaue dir Sternzeichen Stier an. Es gibt weil das Baby ist den gleichen. Also, reden wir hier wirklich über ein Baby? Ist das meine neue Leidenschaft jetzt für kommende Woche? Ein Baby in der Familie? Ist das meine Leidenschaft? Ist das die Freude in der Familie, dieses Baby? Ja? Ist das erstmal ein Schock, aber dann ist das wirklich, was ich mir wünsche. Also das Gefühl, was ich hier habe, ist, vorerst kann das hier mehr ein bisschen Schock sein, so, ja, und dann ist das wirklich eine wunderschöne Sache. Das ist das Gefühl hier. Das ist eine wunderschöne Sache, das ist meine Leiden, das werde ich lieben. Diese Situation hier werde ich lieben. Deswegen sage ich, Jungfrau, ist das ein Baby hier? Weil ein Baby kann man ja nur lieben. Die Familie vergrößert sich. Die Familie vergrößert sich. Egal ob durch dich oder durch irgendeine andere Person der Familie. Die Familie vergrößert sich. Wir reden hier über ein Baby, eine Schwangerschaft. Das ist einfach Freude und Glück in der Familie. Wow, wow. Es kommen Veränderungen. Veränderungen hier. Nochmals, die vorerst etwas schockierend sein können. Ja, also das Gespräch hier, das Gespräch kann erstmal schockierend sein. Das kann schon ein bisschen schockierend sein. Und dann, ich stelle mich natürlich auf eine Defensive. Stell dir mal vor jetzt, Jungfrau, es kommt jetzt ein Kind von dir, das Kind ist volljährig, aber eigentlich noch jung, 20 Jahre. Das gleiche habe ich bei Sternzeichen Stier gesagt. Das gibt's ja nicht. Stell dir mal vor, das Kind kommt jetzt und sagt, Mama, du wirst Großmutter. Und klar, das ist ein Schock, weil wenn mein Kind kommt und sagt, Mama, du wirst Großmutter, und dann werde ich denken, bitte, ich bin noch zu jung dafür. Ne? Ist das Erste, was man denkt, ich bin zu jung dafür. Und dann denkt man, gut, ich meine, aber ein Baby, es ist doch was Schönes, ja, ein Baby. Schau mal, dann denkst du auf das Gesicht von einem Baby und denkst du, wow, wie schön, wie süß, ja. Ja, natürlich gerne möchte ich Großmutter werden. Und dann, wie gesagt, auf dem ersten Blick da, stehst du da mit, oje, oje, mein Gott, was heißt das alles jetzt auf mich, was kommt alles auf mich zu und so weiter. Du bist noch ein Kind, damit du auch ein Kind bekommen kannst, du hast keine Verantwortung für ein Kind und so weiter. Das Typische, wir Mutter, ne? Wir denken, dass die Kinder immer noch Kinder bis 50 Jahre alt sind. Die sind immer noch Kinder, die haben keine Verantwortung. Aber dann denkst du, wow, also das werde ich einfach nur lieben, das werde ich lieben. Das werde ich lieben. Jungfrau. Ich glaube, du wirst zu Großvater, zu Großmutter, zu Papa, zu Mutter oder etwas ist hier. Mein Gott, es kommt hier ein Baby, ich sage es dir. Schaue dir Sternzeichen Stier an. Trotzdem bist du scharf. Ja, also die eine Sache hat mit der anderen nichts zu tun. Und trotzdem wirst du natürlich schon Pizza essen gehen. Also, wow, wow, Jungfrau, ich weiß ja nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Das Gefühl auch, was ich hier habe.
Jetzt habe ich gemacht. Ich habe es gemacht und jetzt wasche ich mir die Hände wie Pontius Pilatus. Ich meine, jetzt ist gemacht. Jetzt, was soll ich mal hier jetzt machen? Und jetzt kommt ein Baby. Etwas kommt hier ans Licht. Das gleiche wie bei Stensaschen Stier. Ich weiß nicht, was das ist. Schaue dir Stier an. Was ich hier nur sehe, ist, dass trotzdem diese Situation du lieben wirst. Du wirst die Situation lieben. Und das ist, was ich hier sehe. Nochmals die Katze, die Sonne in der gleichen Stellung hier plus die Katze, die Sonne. Ich meine, hier kommt, die Familie vergrößert sich. Ja. Entweder durch ein Baby oder durch eine neue Person. Die Liebe ist da und man lernt eine neue Person kennen und die Familie vergrößert sich. Ja, so eine Art ist das. Aber vorsichtig mit Dreierbeziehungen, in keine Dreierbeziehung es bringt ja nichts, lohnt sich nicht und ist uninteressant. Außerdem, ich bin jetzt drauf gekommen, dass das keine Mode mehr ist. Das war mal Mode, in Dreierbeziehungen zu sein und so weiter. Es war Mode. Habe ich das bei dir nicht für den KW35 gesagt? Oder war Wassermann? Wassermann, ne? Nee, nee, das ist keine Mode mehr. Ne? Also wenn man in so Dreierbeziehung ist, ist nicht mehr so in. Das ist jetzt out. Das ist nicht mehr in. Also von da aus in keine Dreierbeziehung mehr drin sein, weil dann würden wir nicht in der Mode sein. Ja? Die Mode ist, in keine Dreierbeziehung zu sein. Ja, also das ist wichtig. Bei einer Person zu sein, das ist schön, das ist schön, das ist einfach ehrlich, das ist mit Herz und das ist die Wahrheit, ja. Also Jungfrau, das ist die Energie für kommende Woche. Wow, ich weiß nicht, ob ich dich schon gratulieren soll oder ich warte bis kommende Woche. Ich habe das Gefühl, ich muss hier gratulieren. Also hier gibt es eine Vergrößerung der Familie und das ist schon mal sicher. Das ist schon mal sicher. Es kommt hier eine Nachricht. Es kommt hier eine Nachricht, ja, es kommt hier eine Nachricht und sagt, es wird ein Junge werden. Es wird ein Junge werden. Etwas sieht's hier. Ja. Jungfrau, das ist die Energie für kommende Woche. Ich danke dir für deine Likes, deine Abos. Dankeschön und schönes Wochenende. Ciao.